also deswegen auch klar Paris, also die ganze Nacht war noch hier, wurde viel mehr gefeiert oder viel größer gefeiert als im letzten Schwerpunkt. Ja. In Frankfurt ist nur mehr dann Karnevalsdienstag oder fast nach Dienstag alle schön nach Ennenheim. Na klar, Paris dann so, hat gefeiert hier in Paris. Und ja, wir letztes Jahr ihr Zug absagen müssen wegen Sturmtief. Ja. Und deswegen dieses Jahr wieder doppelt so gut. Die sind ja richtig ausgehoben jetzt. Die ganze Knolle vom letzten Jahr, die Koko und alles, was haben das Bier in diesem Jahr geworfen und auf die Gas gebracht. Kann ich Ihnen wärmstens empfehlen, wenn Sie Zeit haben, Faschingsdienstag. Klar, Paris, Frankfurt, Eggenheim, großartiger Umzug. Sie gehören zur Zuggemeinschaft in Klar Paris. Also ich war ja immer nur da als jetzt normaler Zuschauer. Was mir gut gefallen hat, ist, dass du hast ja einfach bei Leuten in die Wohnung reingeladen. Den weck ich mir, der weg. Was mir gefallen hat bei dem Umzug ist, dass du bei den Leuten einfach komm rein, hier sitzt ein Bier. Gehst bei Leuten ins Wohnzimmer, gehst bei in die Garage, also alles offen. Toll. Unkompliziert, wie es sein soll auch. So ist jetzt hier Grün-Gelb-Beine mit den Kretscher, die kommen aus Eckenheim. Ja. Und die Kretscher sind die Kretscher-Beine, kennst du danach, gell? Immer so, immer rum, gell? Vielleicht mal fragen, Kretscher, wie lange brauchst du noch zum Abspülen? Da hat sie gesagt, eine Stunde, wenn du mir hilfst, geht schneller. Da hat sie gesagt, nee, eine Stunde ist noch dran. Kretscher-Beine, ey. Auch ein Verein mit vorbildlicher Jugendarbeit. Und das siehst du ja schon in der Konformität der Kostüme, haben alle ihre Sonnenbrille auf, ohne Gläser natürlich. Ja. Brillengestelle haben sie auch. Und wie ist eine Sonnenbrille ohne Gläser? Das ist einfach eine Brille ohne Gläser, oder? Ein Brillengestell, ja. Du bist mir ganz genau, wie sie tun. Ach, ist das herrlich hier, ne? Ja, das können wir. Das können wir sehr gut. Hey! Ohne Günni! Dem wird gratuliert. Zum 70. Geburtstag von den Kretschern. Das ist das Beste. Wir hier natürlich jetzt nicht sehen, was unsere Zuschauer sehen. Ich weiß gar nicht, ob die das Plakat jetzt zum Beispiel gerade sehen können. Doch, sie sehen das. Sie können das sehen. Aber ich kann die Gudi noch nicht sehen. Die Gudi macht heute 70. Geburtstag und hat gesagt, nee, ich könnte groß feiern, aber mein Leben ist ein Karnevalsverein, deswegen mache ich es hier am Frankfurter der Fastnachtsumzug. Ich kann nicht eben einen ausgeben, also kann ich so alle Fans aus heute, aber. Also der Günni ist jetzt hier dabei oder ist er daheim am Fernsehen? Nee, er kommt auf den Wagen. Der daheim am Fernsehen, das da ist der sein, das ist Günni, heute sagt er, geht's nicht gut, keine Ahnung, warum er. Nein. Also Günni ist dabei und, ach guck mal hier, da steht er mit roter Robe und goldener Krone. Ach, das ist Günni. Das ist Günni, guck mal hier, du warst 70 Jahre. Ganz vorne. Das hat der nämlich mehr in einem anderen Stadtteil verwiesen. War der in so einem amerikanischen Tierrestaurant oder was hat er da für Geburtstag? Der hat Geburtstag und hat dann so eine Big Mac Krone aufbekommen, oder was? In Grün und Gelb die Kretscher aus Eckenheim. Wunderschön. Alles Gute zum Geburtstag, mein Bester. Alles Gute. Günni, herzlichen Glückwunsch. Obwohl 77 wäre auch geil gewesen. Ja. Sieh mal 11 Jahre. Oh, guck mal da hinten, da kommt da die gelbe 11. Jetzt gehen wir wieder zurück.